Also wir bauen alle Figuren und alle Kulissen selber. Und da kennt man jedes Gelenk und weiß genau, warum jetzt der linke Fuß hinkt, weil er einfach halt 2 Gramm Blei weniger hat oder was auch immer. Es gehen einem nie die Ideen aus, was man noch machen könnte oder was für Figuren man bauen könnte oder wie man sie bauen könnte. Aber hier sind die Figuren natürlich einfach sehr viel mehr noch auf Charaktere angelegt. Das Faszinierende an den Figuren ist zum einen, sie machen das, was du sagst, aber andererseits, natürlich gibt es ein Eigenleben und sie machen dann doch ganz oft nicht das, was du gerne hättest.